Herzlich willkommen zurück zu Planet Base, eine neue Folge. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen schneller stellen und dass wir mal beobachten, wie es jetzt in der Nacht läuft. Ich habe nämlich das Gefühl, wow, an den Ressourcen wird es noch ganz schön lange hapern. Setzen wir das mal auf wichtig. Oh, dem geht es ganz und gar nicht gut, aber geht bis nach hier hinten. Bist du verrückt? Aber wieso gehen die denn da nicht lang? Oh, ein Raumschiff. Sah wie ein Sicherheitstyp hier aus. Jo. Da ist er. Neu angekommen. Gut. So, dann wollte ich noch mal gucken wegen Ingenieuren. Ich wollte mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Da wollte ich ja noch zwei haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt... Habe ich genug Biologen? Hier sehen die Pflanzen exzellent aus. Da auch. Hier auch. Hier in der Mitte auch. Wo hatten wir noch? Irgendwo hier hinten oder so. Hier hinten irgendwo? Ja, hier hinten hatten wir dann. Hier sieht es aber auch sehr gut aus. Und hier auch. Wunderbar. Ja, eigentlich brauche ich dann keine Biologen mehr, glaube ich, oder? Schreit zumindest, denke ich, nicht danach. Ach, wir haben jetzt noch gar nicht nach dem Strom geguckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sind nicht leer gegangen und einer ist zur Hälfte leer gegangen. Geht. Geht. Ist nicht wunderbar oder so, aber es geht. Es ist gut. Das Problem ist nur, die Leute haben es immer weiter hier rauszulaufen, um dann hier alles picobello zu machen. Wir brauchen wohl mehr Ingenieure, damit andere sich erstmal erholen können. Ja, dann lass uns mal nach Ingenieuren schicken. So. Jetzt beginnt die Nacht wieder. Eieiei, konnte ich wenigstens alles wieder aufladen? Sieht zumindest gut aus. Ja, sieht hervorragend aus. Sehr gut. Das haben wir jetzt auch wieder. Sehr, sehr gut. Hier bringen sie das Metall, so wie es aussieht. Ja. Also Stahl. Ist ja Stahl. Metall. Metall, Stahl. Wie auch immer. So ein Zeug. Aber ich bin froh, dass es nicht 1 Million von Ressourcen gibt für die Bauten. Also wirklich, das finde ich sehr, sehr gut, dass es Grundbioplastik und Metall, Stahl, wie auch immer ist. Und dann nur ab und an mal anderes wie Halbleiter und sowas, Alter. So halt alles ist. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ressource erschöpft. Ja, dann baut mal. Haben wir eigentlich irgendwo noch eine Fabrik? Ich meine, ich hätte irgendwo mal noch eine gesetzt gehabt. Hier. Für Halbleitern. Die Sachen sind noch drin, müssen nur gebaut werden. Oh, dem einen geht es hier ganz und gar nicht gut. Ja, aber wir haben es schon echt riesig, muss ich sagen. Also es ist... Wow. Also es, ich habe das Gefühl, es kommen hier immer häufiger zu Problemen. Entweder die Eindringlinge, also Besucher, oder eben die anderen Sachen gehen öfters oder schneller kaputt. Also wir haben wahnsinnig viel zu futtern. Ich habe das Gefühl, dass das auch schneller hochgeht, als wir das verbrauchen können. Gut, dass da keiner drin war.
Aber sie sind nicht alle sehr zufrieden. Also sie sind hier ein bisschen überfordert mit allem, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise sind nicht. Aber was soll ich noch machen? Die haben hier das Zentrum, sie haben eine Bar, überall sind Fernseher drin. Sie haben genug zum Pennen und so. Es ist. Na, was kommt da? Ingenieur. Wunderbar. Vielleicht mal so ein Ding mitnehmen. Richtig so. Da wird einer repariert. Was? Nein, das sollen alles Bohrroboter werden. Siehst du, da muss man das also auch noch eins so richtig einstellen. Wobei, wir könnten. Lasst uns mal auf die Transporte, weil dann müssen nämlich weniger Menschen so weit laufen, nur noch dann der Ingenieur. Denke, das wäre ganz gut, weil die sind hier ganz schön negativ geladen, wenn sie so weit laufen müssen. Das habe ich zumindest gut beobachten können. Oh, hier haben wir das bald fertig, noch 16. Und einer liegt hier schon davon. Wow, super. Machen wir mal wieder schneller. Es ist selten besetzt. Ja, gut. Schlafen. Platzmäßig. Alles gut. Jo. Aber bald nicht mehr. Hier müssen wir bald einen neuen. Allerdings ist das ja eine Sackgasse. Ja. Gut, zwei Minen werden bewirtschaften das und das dazwischen. Denn hier irgendwo ist noch sowas. Da ist noch sowas. Ja. Läuft. Brauchen aber bald mehr Arbeiter. Bald würde ich dann gerne auch noch mal ein Laser bauen, aber. Da hatte ich, glaube ich, vorher auch schon eine Mine. Ich glaube, irgendwie hier hatte ich eine Mine und da hatte ich auch eine Mine, ne? Irgendwie war sowas. Ich meine, irgendwas sowas war. Oh, die gehen sogar jetzt hier einfach nach oben. Oh, schade, sonst wäre das nämlich auch schon fertig. Ne, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist alles gut. Alles gut. So, was wir zurzeit sehr viel brauchen, ist zur Produktion diese und diese. Ein Ingenieur. Oh, schön. Schön, 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 schön. Strukturen wurden gebaut. Oh, wunderbar, schon fertig. Das ist ja cool. Da wird etwas gleich repariert. Okay. Wunderbar. Da kommen schon wieder zwei, dann noch eins, da noch eins. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Sehr cool. Sehr cool. Gucken wir mal, was brauchen wir denn noch? 5 und 9. Da kommen schon wieder 4, das heißt noch eins und dann da noch von 9. Das heißt, die Produktion an. Da ist schon der letzte. Wunderbar. Nein! Einer von meinen ist geschoben. Zwei. Och Mann.
Alter, es wird so lange dauern, wenn das immer wieder passiert. Okay, kriegen wir schon hin. Kriegen wir irgendwie hin. Oh, eine millionste Folge. Aha, 299. Der Vorletzte wird immer wieder getötet. Und es kommt immer nur einer nach statt zwei. Oh, denen geht's überhaupt nicht gut. Kann ich aber auch verstehen. Aber gut, dass wir mehrere Sanitäter haben. Ach, was haben wir jetzt eigentlich verloren? Zwei Leute sind weg. Ja, zwei Wachen. Ja, gut, aber Berufsrisiko. Muss ich sagen, lieber die Wachen als irgendwelche wichtigen anderen. So, wie sieht's hier aus? Noch drei? Hatten wir hier nicht mehrere? Hm. Okay. Ach so, die gehen wieder zurück wegen dem Alarm. Ja, der ist auch im roten Bereich, der ist im orangenen Bereich. Die sollen das einfach stehen lassen und dann nach Hause gehen. Also es sollen sich hinlegen oder so. Sich erholen. Ein bisschen relaxen. Aber wir brauchen dringend Arbeiter. Das Ganze muss verarbeitet werden. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir irgendwie Erze zu viele oder so? Nee, sieht nicht danach aus. Nee, alles nur für das Bioplastikzeugs. Also davon haben wir jetzt mehr in Produktion. Das ist gut. Andererseits schlechter, weil wir es nicht verarbeiten, ne? Hm. Naja, was soll ich machen, ne? Es ist. Ich habe mir überlegt, hier vorne noch eine große Bar hinzusetzen. Weil, guckt euch das an. Hier Sport machen, dann was Isotonisches trinken. Das bietet sich doch total an. Und hier oben hatten wir auch keine Betten, ne? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob man da lang bauen kann. So. Die Nacht ist fast rum und es sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Oh, da sind schon wieder welche gekommen. Irgendjemand ist angekommen. Dreißiger reicht. Nein. Oh. Mann, haben wir Glück gehabt, dass da keiner zwischen gerade gelaufen ist. Huh. Was ist denn mit den Lasern, Mann? Unglaublich. Oh. Gucken wir mal, weil ich habe ja jetzt einiges gebaut gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also immer noch kaum merklich, dass wir irgendwie an Energie irgendwas einbüßen. Dann würde ich sagen, das ist schon mal etwas sehr, sehr Gutes. Weil die sind ja hier nicht ohne. Ne? Es kostet schon an Energie. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gucken, dass wir trotzdem jetzt mal schleunigst mehr Leute kriegen. Ich glaube, es war ein Arbeiter, ne? Der gerade angekommen ist? Ja, ein Arbeiter. Schön. Sauerstoffgenerator wurde gebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da kommt jetzt der nächste. Der baut jetzt die anderen Sachen. Da fehlen noch drei. Der baut jetzt noch die andere Verbindung, weil dann können die Leute von hier leichter dort so rumlaufen, ne? Und weil ich ja bald hier noch eine Sauerstoff, so eine Schleuse, Sauerstoffschleuse, eine Schleuse für draußen noch hier lang irgendwo bauen hin möchte, ist das immer besser, alles hier drumherum zu laufen zu können. Weil das lange Stück hier hat keine Verbindung sonst. Und zu dahin wäre es dann auch so leicht.
Nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, ist das knapp gewesen? Das war richtig knapp. Heiliger. Das ist echt nicht ohne gewesen. Super, da wird das nächste auch schon gebaut. Hervorragend. Die Bar kann also bald eröffnet werden. Juhu. Ich freue mich. Die schlagen immer näher ein. Also ich habe das Gefühl, bald wird es ordentliche Probleme geben. So, man kommt rein, kriegt Getränke. Stühle und sowas alles zum Sitzen. Dann gibt es die berühmten Stehtische. Vor dem Fernseher. Hier gibt es was zu trinken. Wir müssen ja für eine Menge Leute eben halt sorgen. Und weil das eine Bar ist, gibt es hier Fernseher en masse. Na gut, drei reichen eigentlich auch, oder? Wir verbrauchen nämlich da auch wertvolle Ressourcen. Na gut, gucken wir mal, wie weit das da hinten jetzt ist. Hier fehlen jetzt noch neun davon. Das Verbindungsstück habt ihr. Hier ist so gerade ein Raumschiff angekommen. Ach, egal, anscheinend ist alles gut. 7, 9, wunderbar. Ja, fast fertig, wunderbar. Also, das ist klasse. Freut mich wahnsinnig. Cool wäre es, wenn man das ja irgendwie verbinden kann, ne? Also hier irgendwie so lang. Das wäre echt geil. Aber das kommt später. Im Moment, denke ich, haben wir erstmal genug gebaut. Der Wahnsinn, ey. Aber die ja, ich überlege gerade, ob ich, ja, für Flugzeuge irgendwo was anderes baue. Das große zum Beispiel. Damit es schneller geht. Nein, anderes. Da. Ja, da. Weiterentwickelte Landeeinrichtung. Große Kolonisten, Handels- und Besucherschiffe können hier landen, weil das hier sind nur klein. So. Dachte ich, vielleicht hier müssen die zwar einen Ticken weiterlaufen, aber. Ist doof. Können wir nicht irgendwas hier roden einfach und das da hinsetzen? Fertig. Weil wenn, das ist nämlich auch so ein Endstück. Weil man kann dann nicht so wirklich weiterbauen an so einem Teil. Fragt sich, wenn ich das jetzt abreiße, das passt aber hier nicht hin. Da bin ich mir sicher. Dann muss ich das ausmachen und hoffen, dass das anbleibt. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. So, wie sieht's aus? Hier werden weiter Heilsachen. Retortenfleisch und sowas wird hier auch produziert. Ja, die kommen hier, müssen einmal so rum. Ist aber nicht ganz so schlimm. Kriegen die schon irgendwie hin. So, und wir kriegen ja immer mehr Leute, also von daher. Also es ist jetzt eine Ausnahme, weil da kommt dann das große Schiff und das hier würde ich dann gerne eigentlich abreißen. Ich hoffe, das bleibt dann dort hinten stehen. Hoffen wir es. Dann könnte ich da nämlich noch etwas anderes hinbauen, wenn es klappt. Mal gucken. Wird schon irgendwie klappen, hoffe ich, denke ich. Sollte. Okay, hier haben wir Reparatursachen drin. Und Pistolen werden zurzeit eigentlich anscheinend gar nicht gebaut. Das ist aber auch nicht schlimm. Kriegen dann direkt die Wachen.
Ein Ingenieur ist angekommen. Schön. Sehr schön. Gucken wir mal. Die sind alle hier noch voll. Das ist gut. Das ist gut. Hier die aus und sind voll. Sehr, sehr gut. Bin ich sehr mit zufrieden. Zwei noch. Okay. Kriegen wir hin. Das wird super. Okay, ich sehe gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal hier Feierabend und hoffen, dass alles gut geht. Bis zu 200. Ich bin mal gespannt, wie viele wir in der nächsten Folge kriegen. Ich versuche nämlich jetzt mit zwei Plattformen dann einfach mal das ein bisschen schneller hinzukriegen. Bei 220, glaube ich, endet das Ganze. Ach. Ah. Wo war das? Da war's. Oh, bis 248 könnten wir theoretisch fassen. Und dann hätten wir erst ein Problem. Also, wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.